Augsburg will seit über einem Jahrzehnt eine fahrradfreundliche Stadt werden. Aber tut Augsburg auch genug dafür? Es hat schon mal mehr Anstrengungen gegeben. Das fasst es meiner Meinung nach auch ganz gut zusammen. Es fehlt einfach das Geld. Das ist gefühlt bei allen Themen, die wir hier in Augsburg haben, bei der Stadt immer so ein bisschen das Argument, Geld fehlt. Mehr dazu, was in diesem Jahr ansteht, gleich im Gespräch mit meinem Kollegen Felix Gneuke aus der Lokalredaktion. Außerdem, Augsburg verliert ein weiteres Textilunternehmen und 145 Personen dadurch ihren Arbeitsplatz. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Freitag, den 9. Februar, mit mir, Lena Bammert. Der Lasterfahrer, der auf der B2 und B17 nördlich von Augsburg Steine auf entgegenkommende Autos geworfen hat, ist verurteilt worden. Die Strafkammer des Landgerichts verhängte gegen den Mann eine Strafe von 4,5 Jahren. Der Staatsanwalt hatte in seinem Plädoyer eine Haftstrafe von 5 Jahren gefordert, der Verteidiger maximal 4 Jahre. Das Gericht wertete die Steinwürfe, anders als die Anklage, nicht als Mordversuche. Der Lkw-Fahrer habe, so die Richter, nicht damit gerechnet, jemanden umbringen zu können. Allerdings habe er Körperverletzungen in Kauf genommen. Durch die Würfe wurden einzelne Windschutzscheiben zertrümmert und 4 Menschen verletzt, allerdings nicht schwerwiegend. Nach Angaben der Ermittler hatte der Berufskraftfahrer eines Bauunternehmens faustgroße, bis zu 100 Gramm schwere Steine benutzt. Der Angeklagte hatte die Steinwürfe aus seiner Fahrerkabine heraus mit der Langeweile seines Jobs begründet. Der 50-Jährige sagte auch, dass er mit den Würfen seinen alltäglichen Ärger loswerden wollte. Es war eine Erleichterung, sagte er über die Taten. Augsburg verliert ein weiteres Textilunternehmen. Die Firma Ammann gibt den Standort im Stadtteil Göggingen auf. 145 Personen verlieren ihren Arbeitsplatz. Laut Firmenleitung könne die letzte verbliebene Produktionsstätte in Deutschland nicht mehr profitabel betrieben werden. Daher sei das Aus zum Jahresende nicht abwendbar. Mit den Arbeitnehmervertretern würden jetzt die Gespräche aufgenommen. Die Kostensituation habe sich in den zurückliegenden Jahren massiv verschlechtert, unter anderem durch die gestiegenen Kosten für Energie. Das Werk von Ammann in Göggingen liegt in der Fabrikstraße. Das Rohmaterial für die Fertigung kommt größtenteils aus China. In Göggingen werden Garne gefärbt und gespult. Die fertigen Produkte finden sich unter anderem in Bezügen für Autositze oder in Sicherheitsgurten. Bereits vor 10 Jahren gab es bei Ammann einen großen Personalabbau. Damals verlor jeder Dritte seinen Arbeitsplatz. 100 Stellen wurden gestrichen. Derzeit hat der Konzern neben dem Standort Augsburg noch 3 weitere Produktionsstätten in Europa. Eine ist in Manchester, der englischen Textilstadt. Weitere Standorte sind in Rumänien und Tschechien. Die Stadt Augsburg hat eine historische Textilgeschichte. Vor dem Niedergang der Industrie arbeiteten zu Spitzenzeiten tausende Menschen in Fabriken von großen Betrieben. Nach Gerichtsurteilen und Textilfabriken kommt ganz klar, natürlich, das Wetter. Nee, Spaß, das ist überhaupt kein logischer Schluss, dass jetzt das Wetter kommt, tut es aber trotzdem. Und es ist leider so trübe wie die Nachrichten, die ihr soeben gehört habt. Der Himmel ist den ganzen Tag über bedeckt, die Sonne nicht zu sehen und nachts gibt es auch noch Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 12 Grad. Am Samstag zeigt die Sonne sich in Augsburg dann aber und die Höchsttemperatur liegt sogar bei 14 Grad. Im Verlauf zum Sonntag kommt der Regen dann wieder und bleibt auch bis nachmittags. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 8 Grad. Im Sommer 2021 hat die Stadt den Augsburger Radvertrag unterschrieben. Weniger Parkplätze, neue Radwege, Fahrradabstellplätze, das stand alles drin. Wie weit Augsburg seitdem wirklich mit der Fahrradfreundlichkeit gekommen ist, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Felix Gneuke aus der Lokalredaktion. Hallo Felix. Hallo Lena. Bevor wir über den konkreten Inhalt, über die konkreten Pläne reden, fährst du denn Fahrrad? Und falls ja, wie wohl fühlst du dich denn in Augsburg? Ich fahre auf jeden Fall Fahrrad, vor allen Dingen zur Arbeit. Und da gibt es so einen Weg, auf dem ich mich nicht besonders wohlfühle. Und da bin ich auch bei der Recherche ganz froh gewesen, dass der bei den Plänen inkludiert ist. Perfekt, dann zu den Plänen kommen wir jetzt gleich. Zu den konkreten Planungen der Stadt. Momentan wird ja noch an ein paar Altlasten aus dem vergangenen Jahr gebaut. Was wird da noch so vollendet? Da sind unter anderem die Klärwerkstraße dabei und ich glaube, so das Größte, was wir noch vom letzten Jahr haben, was noch fertiggestellt wird, ist die Schillstraße.
Das ist zwischen Hans-Böckler-Straße und Hammerschmiedweg für alle, die sich auskennen. Da wird es jetzt dann 2 Meter breite Wege geben, allerdings für Fußgänger und Radfahrer zusammen. Aber da wurde einiges verbessert und es soll jetzt dann im Frühjahr noch fertig werden. Und was ist konkret noch für dieses ganze Jahr geplant? Für dieses ganze Jahr sind gar nicht so viele Sachen geplant, aber ich glaube, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Das Größte, das ist die Straße, die ich auch schon angesprochen habe, die mich betrifft, ist die Hans-Böckler-Straße. Das ist nämlich, wenn man zur AZ nach Lechhausen fährt, hin und zurück, ist das einer der Wege, den man nehmen kann. Und die war immer auf beiden Straßenseiten nicht so gut, der Radweg. Und der wird komplett neu asphaltiert. Und dann gibt es noch so eine Stelle, die immer wieder diskutiert wird, das ist die Ulmer Straße. Das ist, wenn man Richtung Oberhauser Bahnhof fährt. Da wird allerdings nur ein 150 Meter Teilstück gemacht und da wird gerade drüber nachgedacht, wieso der restliche Weg gemacht wird. Denn da fährt nämlich die Straßenbahn und Autos und Radfahrer alle zusammen in einem relativ engen Raum. Ja, aber da gibt es noch keine abschließenden Pläne. Du hast es gerade schon angesprochen, also vieles nicht geplant. Was sagt denn der ADFC, also der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, der ja auch Initiator von diesem Radvertrag unter anderem war, zu dem bisherigen Stand, zu den bisherigen Plänen? Ich habe da mit Arne Scheffler gesprochen und ich finde, er hat es eigentlich ganz schön formuliert. Es hat schon mal mehr Anstrengungen gegeben. Das fasst es meiner Meinung nach auch ganz gut zusammen. Er sagt aber auch selber schon, ja, es ist so ein bisschen verständlich, warum es da auch nicht mehr gibt. Es fehlt einfach das Geld. Das ist gefühlt bei allen Themen, die wir hier in Augsburg haben, bei der Stadt immer so ein bisschen das Argument, Geld fehlt, aber man kann es ihnen auch schlecht vorwerfen in dem Fall. Er findet aber das, was gemacht wird, findet er gut. Es dauert alles immer nur ein bisschen lange. Habt ihr denn auch darüber gesprochen, was er sich noch konkret wünschen würde, wenn Geld da wäre? Ja, da gibt es so ein paar Sachen. Es gibt nämlich, die Stadt hat das formuliert, Problemstellen, an denen Verbesserungen nur langfristig möglich sind. Und da hat er mal ja seine Zweifel dran gehabt. Da gibt es zum Beispiel die Holzbachstraße. Das ist eine Unterführung, wo der Radweg auf den Gehweg geführt wird. Und da ist es sehr, sehr eng mit den Autos. Und das ist wirklich alles andere als ideal. Und da wird schon seit über 15 Jahren diskutiert, wie man das dann besser machen könnte. Und da sagt auch die Stadt, ja, aber so ganz haben wir es noch nicht raus. Und das ist so, ja, er hat es als schwere Geburt bezeichnet. Und ich glaube, dem kann man nur zustimmen. Alles klar, dann warten wir mal auf die Verbesserungen für alle Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen, auch für dich. Und vielen Dank, Felix. Sehr gerne. Falls ihr euch nochmal ganz genau durchlesen wollt, welche Radwege in Augsburg gerade oder in der Zukunft am Entstehen sind, könnt ihr das auf unserer Webseite sehr gerne machen. Da haben wir auch eine Infografik für euch dazu. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und wir machen weiter mit dem Blick aus Augsburg auf die Welt. Wer über eine Online-Plattform, etwa als Taxifahrerin, Hausangestellter oder Essenslieferant arbeitet, soll in der EU künftig mehr Rechte bekommen. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich darauf, dass Betroffene besser gegen Scheinselbstständigkeit geschützt werden sollen. Und der heiße Sommer 2023 hat vielen tausend Menschen das Leben gekostet. Schon im September meldete das Robert-Koch-Institut für Deutschland geschätzte 3000 Hitzetote. Jetzt liegen Zahlen aus Frankreich vor. Und die liegen noch einmal höher. Die Behörden in Paris melden für das Jahr 2023 sogar 5000 Todesfälle durch Hitze. Wir, und das sage ich euch hiermit zum Schluss, befinden uns in der heißen Phase des Faschings, falls ihr das noch nicht gemerkt haben solltet. Das ist leider oder Gott sei Dank so, je nachdem wie narrisch ihr so drauf seid. Aber, und das sind die Fakten zum Schluss, heute ist der rußige Freitag, morgen ist der Faschingssamstag und Montag ist der Rosenmontag. Und da ist natürlich überall was los in Augsburg. Heute finden Faschingsveranstaltungen im Kongress am Park, im Pfarrsaal St. Ulrich und in der Kantine statt. Morgen dann in der City-Galerie, im Märchenzelt beim Apraxas, in St. Ulrich und Afra, im Gögginger Parktheater und im Madhouse. Und am Rosenmontag zieht dann der Gaudi-Wurm wieder durch die Innenstadt. Außerdem feiert der Torbräukeller und die Gögginger Vereine natürlich auch, und zwar im Gögginger Kurhaus. Naja, und dann nach dem Rosenmontag gibt es noch den Faschingsdienstag. Aber ich höre jetzt einfach auf. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Es ist Fasching. Und das war der Nachrichtenwecker für diesen Tag. Danke an euch fürs Zuhören und danke an Felix Gneuke für das Gespräch. Mein Name ist Lena Bammert. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und am Montag ist nicht nur Rosenmontag, sondern auch der Nachrichtenwecker wieder für euch da.